Nimmt ja alles schon auf, ne? Bei dir? Warte, jetzt nimmt's auf. Bubbly-bubbly-bob. Ja, das sieht gut aus. Das funktioniert. Ay, cool. Muss jetzt mein Notizzettel da. Jetzt haben wir aber alles gerichtet. So. Cool. Also, wir machen heute einfach so ein Easy-Beasy-Talk, ne? Haben wir gesagt. Genau. Mainz gehört. Der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Mainz gehört und zwar direkt aus dem Homeoffice. Viele wünschen sich ja langsam eine Rückkehr zu mehr Normalität und ein kleines Stückchen wollen wir dazu auch beitragen und darum gibt's ab nächster Woche wieder jeden Donnerstag wie gewohnt eine neue Podcast-Folge. Wir haben uns in der Zwischenzeit nämlich mit einigen interessanten Mainzern und Mainzerinnen unterhalten und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Doch bevor es soweit ist, schnacken die Nadine und ich heute erst ein bisschen. Darum erstmal, hi Nadine. Hallo, wir schnacken eine Runde. Jetzt habe ich hier hängen. Oh Gott. Hey, ist auch ein super Einstieg, ich würde das drin lassen. Weil wir sehen uns ja jetzt auch gerade über Skype-Call. Ja, also Video-Call sehen wir uns. Und nehmen parallel bei uns in unserem Homeoffice auf die Tonspur. Deswegen klingt das geil, aber die Produktion ist trotzdem etwas abenteuerlich. Wie wir es ja auch mit den Gästen gemacht haben, ne? Die du eben angesprochen hast, die ihr, also wir alle, in den nächsten Wochen hören werden, die Gespräche. Ja, ganz genau. Also zum Teil zum Teil über digitale Medien, zum Teil mit viel Abstand, aber irgendwie haben wir es immer hinbekommen. Genau. Läuft's bei dir jetzt? Du guckst so kritisch noch. Ich habe ein paar Hänger hier. Wir sehen uns gerade, wie du schon gesagt hast, über ein Online-Tool und das hängt so ein bisschen. Ich höre dich manchmal ein bisschen ruckelig und das Bild hängt auch ein bisschen. Deswegen, ja, gucke ich vielleicht ein bisschen blöd. Aber vielleicht hänge ich auch einfach ein bisschen. Wie geht's denn dir? Mir geht's soweit gut. Ich muss sagen, diese Zeit, die ja auch ein bisschen Entschleunigung reingebracht hat, die hat mir persönlich, das habe ich letzte Woche mal so ein bisschen selbst reflektiert, die hat mir gut getan. Ich glaube, dazu kommt auch, dass wir hatten ja vom Podcast her quasi eine ungeplante kleine Pause eingelegt. Das war nicht mehr so regelmäßig. Und klar, da jetzt nicht jede Woche eine Podcast-Folge im Nacken sitzen zu haben, trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich nicht mehr so gestresst fühlt. Das muss man auch so sagen, weil es ist auch immer noch Arbeit, ne, am Ende des Tages, was wir hier jetzt veranstalten. Definitiv, natürlich. Aber sie macht ja auch Spaß, deswegen nehmen wir die Arbeit gerne wieder auf. Ja, aber ich habe das auch so empfunden, so ein bisschen wie du jetzt gesagt hast, es ist auch so ein bisschen eine Zeit, um ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen, um vielleicht ein bisschen mehr nach innen zu gehen. Ich habe hier bei uns oder bei mir auch ganz neue Seiten entdeckt. Was ich gemerkt habe, ist, dass also viele Routinen brechen ja so weg oder sind weggebrochen bei vielen Menschen und unser Gehirn liebt ja Routinen eigentlich. Ja. Deswegen ist das auch so ein bisschen komisch. Und da hilft mir total oder hat mir geholfen oder hilft mir immer noch, wie auch immer, einfach neue Routinen zu erschaffen. Ja, diesen Alltag ganz neu zu erschaffen, anders als er halt vorher war. Ich mache das zum Beispiel, bei mir klingelt jeden Morgen der Wecker, was theoretisch im Moment nicht immer sein müsste, weil die Große geht noch gar nicht zur Schule, die Kleine nur jeden zweiten Tag, trotzdem klingelt jeden Tag der Wecker, um allein das bisschen beizubehalten, dann mache ich eine Meditation und dann mache ich eine Wechseldusche. Ich hatte es bei dir schon mal angedeutet, das ist ein Gamechanger, diese Wechseldusche. Nee, krass, da bin ich raus. Da bin ich raus bei Wechselduschen, das ist mehr Stress als alles andere. Ja. Und ich habe ganz neue sportliche Seiten an mir entdeckt. Wer mich kennt, weiß, Sport ist Mord, war immer so mein Motto eher. Okay. Und ich gehe jetzt zweimal die Woche mit meinen Töchtern joggen. Die machen das tatsächlich mit. Heute habe ich die Große geweckt, wirklich um 7:30. Die ist eigentlich Langschläferin, jetzt gerade auch in dieser Zeit. Und die raffen sich aber auch tatsächlich jedes Mal auf und machen das voll motiviert mit. Und das bringt auch noch mal ein paar neue Seiten hier rein, was es eigentlich ganz cool macht. Mir gefällt da vieles dran auch. Ja. So, jetzt kommt die Klugscheißer-Frage. Welche Pace? Ich habe es noch nie gemessen oder sowas. Ich habe schon überlegt, ob wir mal so eine App mitnehmen, damit wir auch Erfolge sehen, wenn wir uns steigern. Aber wir sind sehr langsam. Und die Strecken sind im Moment noch sehr kurz. Ja?
Also für Menschen, die vorhin nie Sport gemacht haben, da dachten wir einfach, wir fangen langsam an, sodass wir auch Bock haben, dass wir motiviert bleiben und steigern es immer ein kleines bisschen. Aber ich kann dir gar nicht genau sagen, wie schnell, wie weit, wie lang. Also wir sind im Schnitt, ich glaube, 20 Minuten unterwegs. Also nicht wirklich viel, aber ja, wir sind hoch motiviert, das dann zu steigern in der Zukunft. Ja, für den Herz-Kreislauf-Rhythmus reicht das ja auch völlig, ne? Also diese Anstrengung, alles Weitere wäre ja auch schon wieder, muss nicht sein, wenn man es nicht will. So. Das stimmt. Das denke ich. Ja, und ich habe da gerade auch letztens einen Bericht drüber gelesen, gerade jetzt in Zeiten, wo Menschen frustriert sind, jetzt auch über die Situation und nicht so viele soziale Kontakte etc. pp., dass Bewegung so wichtig ist und nachweislich wirklich auch deine Laune anhebt. Das hilft sogar bei Depressionen unterstützend, viel Bewegung. Na, also ja, ist eine gute Sache. Ja, es verschlechtert auf jeden Fall nicht den Zustand. Das auf keinen Fall. Ja, aber du hast mir schon erzählt, und das ist ja ein ganz heißes Thema, du warst beim Friseur. Ja, gestern. Ja, das musst du mal ein bisschen genauer erzählen. Weil ich finde das total spannend. Ich habe schon Fotos gesehen von Menschen, die aufgenommen haben, von riesenlangen Schlangen vor den Friseursalons, ziemlich viel Andrang. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, nachdem du erzählt hast, du gehst zum Friseur, haben wir bei unserem Friseur auch mal angerufen und die sind komplett ausgebucht. Also ja. Vor Juni geht da gar nichts. Ja. Ja, ich hatte so ein bisschen das Glück der Unwissenden, weil ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, weil ich hatte die ganze Zeit, schon letztes Jahr wollte ich zu so einem Friseur in Mainz, weil der soll sehr gut sein und der Laden ist auch einfach geil, also schick, der gefällt mir, ja, weil er halt nicht dieses 0815 Friseur-Ausstattung, ne, von diversen Produkten gesponsert oder sonst was, sondern wirklich was anderes, am Schillerplatz, so. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Obwohl, wir können es auch machen. Freistil, so heißt er. Ah. So, unbezahlte Werbung, Freistil. Da war die hört man doch oft im Internet, oder? Wo die Azubis und Azubinen Modelle suchen, glaube ich. Da habe ich schon oft von gelesen. Ich war selbst noch nicht dort. Aber erzähl weiter, Entschuldigung. Ja, gut. Ja. Genau, da habe ich gedacht, oh, ich muss zum Friseur, weil ich hatte halt auch noch diesen Auswuchs von einem Bob. Weil letztes Jahr habe ich ja Bob getragen und das habe ich halt dann seit Spätsommer letztem Jahr nicht mehr angefasst und halt quasi rausgewachsen. Und jeder, der mal einen Bob hatte, weiß, dass es diese Übergangsphase gibt von diesen Haaren, wo man die einfach nur scheiße aussieht, ja. Wo die Haare sich dann so auf der Schulter so wellen und du denkst, du bist im falschen Jahrzehnt oder so. Aber genau. Und dann habe ich zufällig mitbekommen, die Friseure haben wieder auf, also dürfen wieder Termine vergeben. Dann habe ich genau direkt an diesem Montag, das war der 4. Mai, ne, haben sie wieder aufgemacht, bin ich mal auf die Homepage von dem Laden gegangen und habe gesehen, ach cool, man kann da jetzt auch super easy online sich einen Termin sichern lassen, quasi verbindlich reservieren lassen. Mm. Über so ein Online-Tool, also da musst du so gar nicht irgendwie groß anrufen oder sonst was mir ja auch mal gelegen kommt. Ich gehöre ja zu der Generation, die ungern telefoniert, was so Sachen angeht. Und dann habe ich mir einfach einen Termin sichern lassen. Das war eine Sache von 3 Minuten und hatte dann jetzt gestern den Termin. Da war der Kalender bei denen auch noch recht lückig. Also da war noch gut was frei. Lückig? Wow. Okay, also an diesem Montagvormittag. Da zumindest, okay. Sobald halt die Runde es gemacht hat mit den News, dass jetzt wieder aufhaben und sowas, ich glaube, da war es dann halt auch deutlich voller. Und durch diesen Kalender oder dass sie halt diese verbindlichen Termine haben, war da jetzt auch keine Schlange oder so. Okay. Also, ja, das war ja, ziemlich cool. Angenehm. Was ja ganz spannend ist, wie war es da drinnen? Wie ging es da ab? Ich glaube, es gibt die Pflicht, dass du Haare waschen musst und solche Geschichten. Mundschutz und wie läuft denn das? Ja, also ich hatte das Glück, weil ich hatte direkt um 11 einen Termin. Also wo der Laden halt auch aufgemacht hat, da war jetzt sowieso noch nicht so viel los. Und ja, ich bin da rein, war noch sehr leer natürlich. Ganz leer. Ich glaube, ich war die zweite Kundin, die den Laden jetzt betreten hat um die Uhrzeit. Ich meine, wie gesagt, hat auch erst aufgemacht. Ja, ich wurde dann erstmal runtergeschickt zum Händewaschen mit Seife und so weiter. Also quasi desinfizieren, ne? Und dann hoch und dann durfte ich mir einen Platz aussuchen. Also der Laden ist auch recht groß und geräumig, ne? Da steht jetzt auch nicht so viel rum. Und dann, es war witzig, weil ich war ja noch nie da. Ich weiß nicht, wie die so vorgehen, ne? Und dann, als ich ankam, habe ich halt gesagt, bei wem ich Termin habe. Bei dem und dem. Und der Typ, der halt das mich quasi angenommen hat am Empfang oder Info, wie auch immer, der hat wohl dem Kollegen nicht Bescheid gesagt, dass ich da bin. Ups, okay.
Ja, und dann sitze ich da und dachte so, ja, mein Gott, ich habe sowieso kein Problem mit Warten so jetzt. Irgendwann hätte ich mich dann schon gemeldet. Und auf einmal kommt dann einer so, sag mal deinen Namen gerade. Die Nadine. Ah, ich glaube, ich hab dich. So, kann sein. Ich weiß es nicht, ich kenne hier keinen. Ja, und ich glaube, ich habe vielleicht 10 Minuten da gesessen. Ja, also alles easy. Ich habe mir den Laden erstmal angeschaut, wie gesagt. Deswegen ging das auch die Zeit für mich recht schnell rum, weil es viel zu sehen gab, Neues für mich. Und dann musste ich mich auch ins iPad eintragen. Das heißt, Name, Adresse und Nummer hinterlegen, ne? Das ist damit ja auch man das Pflicht. Gut nachvollziehen kann, ne? Genau, das ist Teil der Maßnahme, ja, um die Infektionskette nachzuvollziehen, genau, wie es so schön heißt. Ja. Und dann ging es zum Haarewaschen. Auch da wurde immer ein Kunde nach dem anderen hin, dass er jetzt nicht zwei nebeneinander oder so sitzen. Und ja, Mundschutz die ganze Zeit an. Ich habe mich dann halt auch mit meinem Friseur so ein bisschen unterhalten, habe dann auch gefragt, ist schon ein bisschen witzig jetzt, ne? Weil ich bin ja das erste Mal hier, wir kennen uns nicht und du weißt gar nicht, wie ich aussehe. So, wie witzig, wenn ich jetzt nochmal in der Zeit komme und dann vielleicht beim dritten Mal, wenn ich wieder da bin, dann vielleicht nicht mehr Maskenpflicht ist und dann sieht man sich eigentlich erstmal zum ersten Mal. So, stimmt. War ein bisschen witzig. Ja, und aber ansonsten war die Behandlung, sag mal, die Behandlung. Das Haare schneiden. Ja, normal, wie man es halt kennt. Und es ging auch recht gut mit dem Mundschutz. Also ich glaube nicht, das hat jetzt nicht so groß gestört. Klar, ein, zwei Mal ist man so hängen geblieben, ne? Beim Schneiden so vorne. Aber das war jetzt alles gut. Und ich habe es mir auch schon immer vorgestellt, weil wirklich eine Stunde am Stück oder 1,5 Stunden am Stück diesen Mundschutz zu tragen, das war, habe ich auch vorher nicht gemacht. Ja. Ich hatte es mir vorher schlimmer vorgestellt, als es dann war. Also, ja. Aber wirklich alle easy. Ich habe dann auch gefragt hier, ob die sich schon dran gewöhnt haben, so zu arbeiten. Weil die dürfen ja auch nichts anbieten oder so. Also Wasser oder Kaffee, das dürfen sie alles nicht. Habe ich gemeint so, ja doch, er fühlt sich wohl und es geht ganz gut so. Also er kommt zurecht, das ist gar kein Problem für ihn. So. Okay. Das Einzige war halt wieder so in diesen Alltag reinzukommen, weil die hatten ja auch die ganzen Wochen vorher nichts zu tun. Also quasi frei. Und da meinte er halt nur so, wie es halt wahrscheinlich jedem schwerfallen würde, so aus dem Urlaub wieder zurückzukommen, war das für ihn so. Ne? Wieder früh aufzustehen und ja vor Ort zu sein und so weiter. Aber ansonsten, ich glaube, alles easy. Ja, cool. Aber ich glaube, der Umgang mit Mundschutz und diese ganzen Maßnahmen, ich denke, in erster Linie sind auch Friseure froh, dass sie überhaupt wieder öffnen können. Ne? Das bedeutet ja sonst unfassbare wirtschaftliche Einbußen. Von daher geht man da, glaube ich, auch mit einer positiveren Grundeinstellung an diese Maßnahmen ran, wenn man dafür wenigstens wieder öffnen kann. Also, ja. Aber wie ist das mit dem Mundschutz bei dir? Ich habe schon oft gehört von Menschen, die Brillen tragen, dass die Dinger schlagen. Ja, tun sie auch. Tun sie, okay. Also es gibt, man muss die Brille richtig positionieren. Man zieht den Mundschutz an und dann hebt man die Brille so über dem Mundschutz so ein bisschen tiefer die Nase runter, damit halt mehr Platz ist zwischen Auge und Glas. Okay. Und dann, wenn du da den richtigen Punkt erwischt hast, so ist es bei mir zumindest, dann geht das auch ohne. Aber sobald du dann irgendwie wieder in die Brille kommst und du hast sie irgendwie höher gerutscht und so und dann atmest du mal ein bisschen schwerer, ist es, ja, das ist echt eklig. Das ist ein bisschen eklig als Brillenträger, ja. Aber das kennt man halt auch schon aus dem Winter, ne? Wenn man vom Kalt ins Warme kommt oder den Ofen aufmacht. Von daher ist die Problematik an sich, dass Gläser beschlagen, kennt man ja. Aber ja, mit Mundschutz ist es halt, wenn du das die ganze Zeit auf hast. Ja, je nachdem. Also ich habe ja auch eine recht leichte Brille. Das heißt, wenn die ein bisschen tiefer sitzt bei mir, stört mich das auch nicht so. Aber ich kann mir vorstellen, bei anderen ist das noch ein bisschen schwieriger. Ja, oder unangenehmer, ja. Ja, ich habe das Problem mit der Brille ja nicht, aber ich muss sagen, am Anfang war das ziemlich seltsam, in die Supermärkte zu kommen und alle haben Mundschutz an. Irgendwie hat das bei mir am Anfang so ein mulmiges Gefühl ausgelöst. Ich fand das ganz, ganz komisch. Ich habe mich beim Einkaufen sehr, sehr unwohl gefühlt. Also eigentlich ist es immer noch so ein bisschen so. Aber ich muss sagen, auch dieses Beschäftigen mit dem Thema Maske, wir haben dann zu Hause aus allen möglichen Stoffen die Dinger selbst gebastelt und irgendwie macht das Spaß. Ich habe etliche Mundschutzdinger zu Hause und auch Haarbänder jetzt und was weiß ich, da kreativ mit dem Stoff haben wir da rumgefuhrwerkt. Und das Ganze hat so ein bisschen in meinem Gehirn so eine positivere Assoziation im Prinzip erschaffen. Aber alles in allem fand ich es ein bisschen seltsam. Oder finde ich es ein bisschen seltsam. Ne? Dieses Gefühl einfach. Wobei, also ich meine, wie auch immer man zu dem Thema steht, letztendlich dadurch, dass es ja auch
alles ein bisschen unklar ist, ist es ja besser, für eine gewisse Zeit Maske zu tragen als ein Beatmungsgerät zum Beispiel. Ne? Und ich meine, es gibt Berufsgruppen, die tragen das permanent, ja, dauerhaft, stundenlang. Und ja. Ja, gut, mit der Maske und den Maßnahmen, da schützt man ja nicht sich selbst, sondern eher die anderen. Und wenn halt alle das tragen, schützt man halt sich gegenseitig. Das genau. ist ja auch, was viele nicht so ganz, nicht gleich verstanden haben. Ja. Und dachten so, oh, ich leg da keinen Wert drauf, ich brauch keine Maske tragen. So, naja, du schützt ja nicht dich selbst damit, sondern andere. So. Genau. Ja, ich fand es am Anfang auch seltsam, aber ich habe mich da auch recht schnell dran gewöhnt. Und ich finde aber auch, irgendwie bei mir löst es auch so ein Gefühl von Gemeinschaft aus. Also wir sitzen so alle im selben Boot, alle machen mit und es ist irgendwie so, man gehört dazu. Ja, ja, das ist aber ein schöner also, Gedanke. Ja, cool. Ja, weil jeder, weißt du, man geht so zum Eingang vom XY-Supermarkt und man sieht sofort, jeder zückt dann kurz vorher seine Maske, zieht sie an. Oder wenn die Leute rauskommen, das Erste oder das Zweite, was sie machen, direkt Maske runter, weil halt, ne, damit man wieder frische Luft hat. Das ist irgendwie, ist das irgendwie vereint es ja einen auch so ein bisschen. Das ist für mich jetzt gerade ein ziemlich cooler Impuls, weil so habe ich es noch gar nicht gesehen und ja, hilft mir irgendwie weiter. Finde ich schön, den Gedanken. Ja. Ja. Oder wenn Bekannte dann einen gegenüberstehen und man erkennt die erst nicht. Ich meine, ich hatte die Situation jetzt noch nicht gehabt, weil man jemanden jetzt ein paar Wochen nicht gesehen hat oder nur so flüchtig kennt. Und dann steht deine Folge. Kennst du Leute, denen das passiert du weißt, ist? Kennen wir uns oder kennen wir uns nicht? Ich habe nur davon gehört. Okay, aber, also ja. Mir ist das noch nicht passiert. Aber ich vermeide auch Einkaufen. Also ich gehe jetzt nicht so häufig raus. Also ich muss sagen, diese Zeit spielt sich überwiegend tatsächlich hier bei uns zu Hause oder im Freien ab. Und ich gehe eigentlich nur fürs Nötigste einkaufen, sodass immer was daheim ist. Aber wir sammeln dann ordentlich und gehen dann einkaufen, wenn es quasi nötig ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, jemanden, den man gut kennt, überhaupt nicht zu erkennen. Aber im Prinzip hast du recht, ne? Wenn der jetzt keine wirklich auffälligen Merkmale außerhalb des Gesichts hat, ganz stinknormal, dann kann das tatsächlich passieren, ja. Ja. Interessant. Ist ja witzig. Ja. Meinst du, du wirst diese Zeit vermissen? Also jetzt in deinem Kosmos so? Weil es hat ja irgendwie mal gut getan. Denkst du, du wirst vermissen, wenn jetzt plötzlich wieder alles so auf, ich glaube nicht, dass es plötzlich passiert, aber gehen wir mal davon aus, dass jetzt ab Juni wieder alles normal läuft? Also das ist eine total gute Frage. Ich genieße das hier gerade zum Teil sehr und ich glaube, man darf davon lernen auch ein Stück weit. Das heißt, jetzt zum Beispiel, was die ganzen Termine betrifft oder auch Pflichtbesucher in Anführungszeichen, ja, die man halt so gemacht hat, weil man dachte, man muss das. Und ich glaube, ich werde versuchen, manche Dinge einfach beizubehalten, die ich dann dadurch nicht vermissen werde. Zum Beispiel das mit meinen neuen Routinen finde ich eigentlich super geil. Das gibt mir unheimlich viel. Das habe ich mir auch schon vorgenommen. Ich werde weiter joggen gehen, ich werde weiter meditieren und die Wechseldusche machen. Und also was ich wahrscheinlich vermissen werde, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil jeder wünscht sich ja oder viele wünschen sich, dass alles wieder normal wird, dass die Schulen öffnen vor allem. Aber dadurch, dass das bei uns eigentlich ziemlich gut klappt, gut, wir arbeiten eh im Homeoffice und das Homeschooling funktioniert erstaunlich gut. Dadurch ist allein schon unheimlich viel Ruhe reingekommen. Also diese Hektik am Morgen, das war bei uns oft hektisch, das fällt komplett weg. Und dadurch, dass die Kinder auch eher in ihrem Rhythmus so leben können, arbeiten können, wie es ihnen gut tut, die machen das alles, aber irgendwie in ihrem Rhythmus, so wie ich das eigentlich im Moment auch mache. Und das werde ich schon vermissen, denke ich. Diese Ruhe, die dadurch entstanden ist und dadurch automatisch auch eine größere Harmonie irgendwie, weil jeder, ja, bedürfnisorientierter irgendwo leben kann. Gut, das Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist bei unseren Kindern natürlich jetzt sehr eingeschränkt, beziehungsweise die Erfüllung des Bedürfnisses. Aber ansonsten ist alles ein Ticken harmonischer. Und ja, ich glaube, das werde ich vermissen, weil das ist jetzt auch nichts, was ich beibehalten kann. Genau. Wie ist es bei dir? Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, das werde ich vermissen oder da eher nicht, da freue ich mich, wenn es wieder normal läuft?
Natürlich, wenn man wieder sich ungezwungen mit Leuten treffen kann, ganz klar. Oder wenn man Lust hat, mal Party machen zu gehen, dass man das machen kann. Mhm. Ja, ich tue mich da auch mit der Frage ein bisschen schwer, weil wir hatten ja den Vorteil, wir sind ja auch Kollegen außerhalb des Podcasts und wir hatten ja vorher schon Homeoffice, größtenteils. Genau. Von daher war es ja keine so große Umstellung. Aber dadurch, dass alle anderen auch im Homeoffice sind und irgendwie auch irgendwie runtergekommen sind und diese Außentermine, also diese Verpflichtungen, die man dann immer manchmal hatte, die haben ja auch deutlich abgenommen oder waren einfach nicht mehr da. So, du musstest einfach nicht mehr raus zu irgendwo hin, zu XY, wo du jetzt nicht unbedingt freiwillig hin willst oder sowas, ne? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ich finde ihn gleich wieder. Genau, dass so mein Umfeld auch sich so ein bisschen entschleunigt hat, ja. Besseres Wort fällt mir halt auch nicht ein dazu. Ist es mir auch leichter gefallen, auch runterzukommen und so. Das hat mir gefallen, dass so alle mehr auf einem Level sind. Weil sonst war ich halt eher so ein bisschen so, ja, wann wollen wir uns treffen? Ich bin flexibel, wir können auch vormittags, mittags, weil ich bin im Homeoffice und ich kann mir meine Arbeit so ein bisschen einteilen. Hauptsache, ich mache sie halt irgendwann am Tag. Ja. Und das ist halt schwierig bei anderen, die halt wirklich Schichten haben oder sowas. Und deswegen kam dieser äußere Stressfaktor oder Termine zu finden immer von den anderen, so. Und nie von mir. Also ich hatte selbst nicht so den Stress. Aber wurde dann halt stressig, weil andere nicht die Zeit gefunden haben. So. Und das fiel oder fällt halt weg, auch wenn man sich jetzt nicht treffen kann. Man kann ja auch Skype-Call machen oder ja, Videocall. Mhm. Und das mache ich auch mit Freunden. Und es ist auch cool. Klar, das ersetzt es nicht zu 100%, aber es ist cool. Und es ist vor allem entspannt. So. Also, weil man kann das auch super spontan machen und eine Stunde findet man sowieso immer und zu der Zeit fand man halt die Stunde super easy oder so. Ja. Ja, das ist halt cool. Man muss halt auf weniger Rücksicht nehmen, so. Genau. Man musste in der Zeit auf weniger Rücksicht nehmen, was man sonst hätte tun müssen. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich meine, Rücksicht in anderen Bereichen musste man auf jeden Fall nehmen, ist klar, ne? Mhm, klar. Aber so jetzt, was so von dem Leben, wie wir es halt kannten, musste man weniger Rücksicht nehmen. Mhm, das so. Stimmt, ja. Das kann sein, dass ich das vermissen werde, aber vielleicht wird das ja auch ein bisschen beibehalten, wer weiß. Mhm. Wenn es halt so, wie du schon sagtest am Anfang, der Mensch liebt Routinen. Ja. Und wenn dann jeder so ein bisschen seine neue Routine gefunden hat und das wirklich ein halbes Jahr machen musste, ja, ich meine, Virologen und so gehen ja davon aus, dass allerfrühestens nächstes Jahr irgendwann wieder ein normales Leben miteinander möglich ist, so wie es halt vorher möglich war. Ja. Und das dann wirklich halt über diese lange Zeit machen musste, dass das halt irgendwann weiter so macht oder so. Und eine Einstellung behält so, ey, ich muss jetzt nicht, wir können das auch über Videocall machen. Oder wir müssen sich jetzt nicht unbedingt alle dahin bewegen oder sonst was. Weißt du, was ich meine halt. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube aber auch, was das mit den Freunden betrifft, wo du sagst, okay, wir sind alle auf einem ähnlichen Level, weil alle sind im Homeoffice. Ich glaube auch, dass solche Dinge viel, viel stärker auch beibehalten werden, weil die Firmen, glaube ich zumindest, einfach jetzt merken, okay, es funktioniert. Also denke ich zumindest. Ne? Ja, bei vielen Branchen auf jeden Fall. Ja. Genau, ja klar, überall kannst du es nicht machen. Ja, wenn du irgendwo im Baugewerbe arbeitest, ist das dann doch ein bisschen schwierig. Aber in vielen Branchen ist es einfach möglich. Und da glaube ich, dass viele Firmen jetzt doch die Vorzüge der Digitalisierung jetzt zu schätzen lernen und das auch beibehalten. Macht ja doch einiges einfacher. Und von daher glaube ich, dass auch andere Menschen in Zukunft auch aus unserem Freundeskreis eventuell dann auch dahingehend flexibler bleiben werden, eventuell. 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 Ja. Das wünsche ich mir auch so ein bisschen, dass die Leute das ein bisschen mehr mitnehmen für sich und gerade auch Firmen, die auf digitalen Wegen sowieso arbeitet, dass sie da auch ein bisschen lockerer sind ihren Mitarbeitern gegenüber. Was habe ich gelesen? Irgendeine Firma. Ja, Twitter. Twitter hat wohl allen Mitarbeitern eine Mail geschrieben, wenn sie wollen, können sie auch nach Corona weiterhin im Homeoffice arbeiten, wenn sie das möchten. Ach echt, siehste. Ja, da fängt sie an. Prima. Ja. Finde ich cool. Ja. Aber das, was du gesagt hast, wenn man mal richtig, ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber du hast vorhin erwähnt, ja, du freust dich schon, wenn man mal richtig Party machen kann, mal wieder.
ich bin jetzt nicht so die Partymaus, die jedes Wochenende auf irgendwelche Partys geht. Geht auch gar nicht bei mir. Aber weißt du, wie sehr ich mich drauf freue? Ich hätte richtig Bock, wenn das alles wieder erlaubt ist, so eine riesen Party zu schmeißen, einfach mit allen Menschen, die ich mag, die ich gern habe. Ich freue mich da so auf diesen Moment, ehrlich. Das stelle ich mir richtig cool vor, ja. Ja, ich freue mich halt auch. Gut, ich bin jetzt auch nicht so ein Party-Animal. Das war jetzt einfach, um es halt klar auszudrücken. Ja, klar. Aber diese Feste, Weinfeste das, und Johannesfest jetzt in Mainz und so weiter. Wir hoffen, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Das wäre ja schon toll. Alles bis dahin, alles andere ist ja eher, findet vermutlich nicht statt. Das ist halt, ich glaube, wenn diese Zeit jetzt auch kommt und es findet aber nichts statt, ich glaube, das trifft einen dann schon auch nochmal. Weil man so denkt, so, oh, Sommer, lauer Sommerabend und so. Eigentlich würde ich jetzt gerne dahin gehen, an Rhein, da ist ein Weinstand, Weinchen holen. Es geht halt nicht, ist nicht da. Ja. Der ist zu oder überhaupt nicht da. So, das ist fremd. Das ist wahrscheinlich, das bringt einem selbst wahrscheinlich auch nochmal aus so einem Jahresrhythmus raus. So. Und ich bin auch gespannt, wann man wieder normal reisen kann. Das kann noch ein bisschen dauern, glaube ich. Also, ja. Bis da tatsächlich die ganzen Grenzen innerhalb Europas und dann weltweit geöffnet werden. Ich glaube, bis dahin ist noch ein langer Weg. Oder siehst du das anders? Nee, doch, ja. Also ich glaube auch. Ich bin auch eher der Meinung, lieber einen Monat länger als einen Monat zu kurz, weißt du? Also ja. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das dann so anfühlen wird. Das ist halt. Oder? Beziehungsweise, welche Alternativen geschaffen werden, weil gerade im Kulturbereich gibt es ja super viel. Oh ja. Gerade hier, das Mainzer Autokino hat ja aufgemacht vor kurzem. Das scheint ganz gut zu laufen. Ich habe Ende letzten Jahres mein Auto abgegeben, ist jetzt ein bisschen blöd, aber mal gucken, wie ich da trotzdem mal einen Film schauen kann. Ob man da auch mit dem Roller vorbeischauen kann, weiß ich nicht. Naja. Ich glaube, du brauchst ein Radio. Ja, stimmt, das funktioniert ja mit Radio. Empfangen. Ja. Naja, egal. Aber schön, dass es es trotzdem gibt. Und diese ganzen Streaming-Angebote. Ich meine, es ersetzt kein Live-Feeling, dass du vor der Bühne stehst oder so und abfeierst. Aber es ist trotzdem ziemlich cool, finde ich, was die Mainzer. Und da gibt es unglaublich viel. Hätte ich auch nicht gedacht. Weil wir haben ja vor, wir wollen es auch in der Folge, in der zukünftigen Folge wollen wir alles mal zusammenfassen, was denn so aus dem Boden gestampft wurde. An kulturellem Angebot von den verschiedenen, von Bands, von Institutionen und so weiter. Da sind wir noch dabei, das zusammenzutragen. Und das dauert noch ein bisschen, weil es echt viel ist. Das hätte ich nicht gedacht. Das stimmt, ja. Und innerhalb dieser kurzen Zeit, da sind ja ganze Plattformen entstanden mit einem großartigen Angebot. Du kannst dir theoretisch jede Woche kannst du dir Konzerte anhören. Du siehst Comedians. Es gibt so viel. Und ja, dass man noch manchmal gar nicht weiß, Mist, jetzt weiß ich gar nicht, was ich mir angucken will live. Ich meine, das Tolle ist ja, das wird live gestreamt, aber im Nachhinein ist es ja trotzdem noch stets zur Verfügung, kann man sich im Nachhinein auch noch anschauen. Das ist cool und es ist meistens auch kostenfrei, aber natürlich wäre es toll, wenn man da trotzdem spendet, ne? So. Auf jeden Fall. Es geht ja gerade jetzt auch ein bisschen darum, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen und vor allem eben die Branchen, die gerade wirklich am meisten drunter leiden. Das betrifft ja eben auch gerade die Künstler, die ganzen Menschen aus dem Kulturbereich irgendwo. Ne? Ja. Ja, überall, wo Publikum eigentlich wäre, wo ein Publikum sitzen würde. Ja, ich finde das so spannend, wie auch auf einmal bemerkt wird, welche Berufsgruppen tatsächlich systemrelevant sind, welche Berufsgruppen wirklich so wichtig für uns sind und uns bereichern. Und deswegen finde ich das auch total schön, die Aktion Fenster zum Hof von der Musikmaschine. Da darf ja bei jedem Konzert tatsächlich ein Mensch inklusive Begleitperson live bei einem Konzert dabei sein. Vor Ort, genau. Genau, also habe ich das gerade gesagt, ein Mensch aus einem systemrelevanten Beruf, als Dank quasi, finde ich eine total schöne Aktion. Ja, und nicht nur das, der bekommt dieses Konzert kostenlos, er ist live dabei vor Ort und alle anderen dürfen auch live dabei sein, aber eben über den Stream. Genau. Und da wird dann auch zu Spenden aufgerufen und beziehungsweise
ich glaube, da kostet auch die Teilnahme einen kleinen Obolus sowieso. Genau. Also du musst oder du darfst als erstes spenden und nachdem du gespendet hast, bekommst du per E-Mail ein Passwort, mit dem du dich einloggen kannst in den Livestream. Und die Menschen, die Kontakte vermitteln, eben Kontakte zu Menschen, die das unbedingt verdient hätten, die bekommen einen kostenlosen Zugang zu diesem Link. Also, beziehungsweise das Passwort. Ja, also ist ganz nett. Finde ich schön. Ja, und das Fenster zum Hof, das ist ja auch jedes Wochenende tatsächlich mit also Freitag, Samstag, Sonntag jeweils ein Act, oder? Ja, also schon richtig, richtiger Aufwand, der da betrieben wird. Ziemlich cool. Und uns gibt es ab sofort auch wieder ganz regelmäßig jede Woche, jeden Donnerstag eine neue Folge Mainz gehört. Also schaltet nächste Woche auch wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Yes. Yes. Bis dahin, natürlich, bleibt gesund. Wir hören uns. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.